Ich habe mich für die Tonaufnahme entschieden bei der Verbesserung der schriftlichen Hausaufgaben, Verbesserung der Versanalysen. Wir sehen hier die Klausen. Ich bitte, das Gekrakelt zu so, äh, entschuldigen. Ich bin da noch nicht so fit in dieser Malerei. Jetzt habe ich immer noch den Radiergummi da an, weil ich vorschau, ob das ein paar Mal versucht habe. Zunächst komme ich zu den Klausen. Alluid ore, sanguine tingtam, das UI hier. Das UI ist zu sehen, wie eine Silbe, eine einzige Silbe, so wie hui, das ist eine Ausnahme, so das würde ich immer erklären, wenn das zu analysieren wäre in irgendeiner extemporale oder in einer Schulaufgabe. Also ui. Sehr selten wird gesehen wie hui. Also ein ui, eine ganze kurze Silbe. Ui, eine ganze kurze Silbe. Sanguine Tam ist eine Ausnahme. Dann Damantis, issima vita Ander per Emi. Okay, wir zählen die Silben der ersten Zeile. Wir sehen hier eine Elision. Ein E, zwei Vokale folgen aufeinander. Ein E wird ausgestoßen. Wir ziehen die Silbe zusammen als ein kurzes E oder ein langes E. Ein langes E ist es, weil wir hier sehen: XP, zwei Konsonanten, also steht hier schon mal eine Länge. Trotzdem zählen wir schnell die Silben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Silben, also zwei Daktylen, zwei Spontänen. Wenn das X lang ist, hier vom Bild her kann hier nur eine Länge sein, haben wir den ersten Sponteus weg. O, Quex, palluit Ore. Dann. Tod interessiert wissen wir nicht er ist in jedem Fall lang ein Diphthong, also muss das Tod weil das Bild das hier eine kurze Stunde gibt es nicht wir sehen es gibt nur das Bild lang kurz kurz für ein Metrum oder lang lang ja und vom Ende des Metrums aus hier des vorletzten Metrums muss hier logischerweise eine Länge stehen. Somit haben wir die zwei spontan abgearbeitet. Lang, kurz, kurz, lang, kurz, kurz. Pulvere carta toquex palluit ore. Dann geht's weiter. Klausen habe ich weggebaut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Silben. E wissen wir nicht, O wissen wir nicht, aber im Quox. im Quok, das ist lang. Und jetzt gehen wir hier gleich nach, der Ausschluss, also nach dem Ausschlussverfahren vor. Wir brauchen zwei Takt und zwei Spontänen. Wäre wäre dieses Ock lang. Ja, wäre es lang. Dann würde ja vor Beginn des nächsten Metrums, das gekennzeichnet ist, hier durch diesen Strich hier eine Länge. Dann wäre hier eine Länge. Oder eine Kürze. Gehen wir von aus, das sind zwei Längen. Dann würde hier STEM werden die zwei Sponden weg. Dann käme ein UT und dann wäre hier VERO bestem quoque sanguine tingtam ge so gegeben, aber und jetzt kommt es hier: In dem Fall müssen wir uns im Lexikon befragen, und dort sehen wir zum Beispiel zum einen, dass das Vero, in dem Fall müssen wir das Lexikon befragen. Das wäre lang ist. Das O, haben wir ja jetzt im Video gesehen, ist immer zu 99% lang. Also wäre hier noch eine Länge gegeben. Das geht nicht auf. Aus diesem Grunde müssen wir, das ist jetzt ein bisschen der schwierigere Fall gewesen, müssen wir hier radieren. Da es nicht lang, lang sein kann, muss es kurz, kurz sein. Kurz. In dem Fall müssen wir uns behelfen oder wir müssen uns das Video ansehen, wo es heißt, dieses O ist lang und dann steht nämlich hier und der Sponteus und da das Bild ja so sein muss, zwei äh, Längen hier ist das so gelöst ist aber mal eine etwas schwierigere Aufgabe gewesen. Wichtig entscheidend ist hier zu wissen, das O muss lang sein, das O von Vero und dann löst sich das auf. Weiter. Nox 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wieder zwei taktilen zwei Sponden. Wir sehen XP, also ist das Nox in jedem Fall lang. Dann sehen wir TN, hier geben uns die zwei aufeinanderfolgenden Konsonanten äh, die Naturlänge an und wir haben den ersten Sponteus weg und eigentlich auch schon den zweiten, den NQ folgt, lang. Das O, das wissen wir, Akkusativ O sowieso lang und muss auch lang sein und dann ist das Ganze Schon gelöst. Reparit U... ratier mich schnell aus. Reperit. Un, una du reparit Una du Oos in quid. Nox. pardelamantis Nächste Zeile. Ich muss hiermit etwas schnell sein, denn das nimmt nur 10 Minuten auf hier. Äh, GN, GN, jetzt erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 2, wieder 2, 2, GN, also hier lang. Dann muss auch das A hier lang sein und das hilft uns bei der Übersetzung. Wir wissen hier, A lang gehört zu vita, vita, also ablativ singular, weil es abhängig ist von dignissima würdig mit ablativ, überaus würdig eines langen Lebens. Aber das kommt später noch bei der Übersetzung. Jetzt haben wir ng, also hier auch eine Länge, hier eine Länge. Dann folgt die Regel, dass... Wenn zwei Vokale aufeinander folgen, der erste Vokal kurz sein muss. Das passt hier wunderbar. Kurz, kurz, dann lang, Doppel-L folgt. Also alles nach Regel, lang, kurz, kurz. Equus illa foit longa dignissima vita. Letzte Zeile. Ander per emi, ich zähle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Achtung. Zwei Vokale folgen aufeinander. Das E wird hier gestrichen bei ähm, Formen von Esse. Also animast. Wir lesen animast. Nochmal, ich zähle nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Da brauchen wir gar nicht viel machen. Drama ist ein lang, lang, kurz, kurz, lang, kurz, kurz, lang, kurz, kurz, lang. Kurz, kurz. lang Machen wir noch wegen Länge, lang, kurz, kurz. Es ist ein wenig kraglich, aber ich glaube, ihr versteht. Also, Nostra no Kens, Animast, Egoti Miseranda Parimi. Das waren nun die Zeilen 105 bis 110.